Hallo, ich bin Steffen Mengel und eigentlich wollte ich Fußballprofi werden. Fußballprofi wolltest du werden? Und warum hat das nicht geklappt? Ja, es hat schon damals angefangen im Kindergarten und in der Grundschule dann, eigentlich nachmittags, wenn Schulschluss war, immer mit Freunden bei meinen Eltern im Garten gespielt. Und ja, Dann hatten bist wir du zu es, groß geworden. ja, dann bin ich zu groß geworden und mein Bruder, mein Vater, die haben beide Tischtennis gespielt und ich bin dann am Wochenende immer mitgegangen zu den Turnieren und habe mir mal so ein paar Trainings angeschaut. Und dann hat mein Bruder das erste Turnier gespielt, kam mit einem riesen Pokal nach Hause und dann war ich so neidisch und der Pokal hat mich unglaublich getriggert. Und dann mit meinem Vater gesprochen und der hat zu mir gesagt, okay, wenn du Fußballspieler wirst und du gewinnst einen Pokal, du musst ihn mit 11 anderen Mitspielern teilen. Und wenn du Tischtennisspieler wirst, den kannst du für dich selber behalten. Ja. Und dann wollte ich unbedingt den ersten Pokal gewinnen. Und dann, als ich den ersten Pokal gewonnen habe, bin ich dann halt auch letztendlich bei Tischtennis geblieben. Okay. Darf ich dich zu Tisch bitten? Gerne. Steffen, möchtest du was trinken? Gerne. Bisschen Wasser. Ja. Guck mal, hier liegt schon deine Nachspeise. Darfst noch Oh, nicht bin ich gucken. gespannt. Ja. Schön, dass du da bist. Du bist der zweite Gast. Du hast gesagt, du hast dir die erste Folge angeguckt. Dann bitte zu Tisch mit Anders Lindh. Hast dich ein bisschen informiert. Hattest ja einen schönen Opener gerade so. 15 Minuten sind relativ kurz, ne? Man kann da nicht so richtig in die Tiefe gehen, aber ich habe mir natürlich ein paar Sachen aufgeschrieben. Und mich würde zu Beginn gleich mal interessieren, wenn wir jetzt ein paar Jahre vorspulen würden. Jetzt haben wir 2024. Du bist 36 Jahre alt. Du bist unter den Top 50 der Welt. Das sind so vielleicht so die Facts, aber wenn wir ein bisschen vorspulen und du dieses Interview nochmal siehst, was für einen Steffen Mengel siehst du dann hier gerade, so auf deine Karriere bezogen? Wo stehst du gerade? Wie fühlt sich das gerade für dich an, wo du bist? Ich glaube, ich würde mich irgendwo im Herbst meiner Karriere befinden und ich glaube, ein Steffen Mengel, der noch nicht alles erreicht hat, wo noch einige Aufgaben und einige Ziele sind, die ich mir gesetzt habe in den letzten Jahren, die ich noch nicht erreicht habe. Und ich würde mich dann freuen, wenn ich zurückschauen würde und würde denken, das Beste ist zum Glück erst noch gekommen. Okay. Und was sind das so für kleine Aufgaben oder irgendwas, was du da noch, so Ziele, die du dir noch so setzt jetzt? Ja, ich glaube, ich habe mir immer eigentlich immer Ziele gehabt, die mich so die ganze Karriere angetrieben hat und auch Ziele nochmal bei großen Turnieren eigentlich dabei zu sein, bei so einer EM, WM. Das waren so Ziele, die ich nie aus den Augen verloren habe, obwohl natürlich damals die Kaderentscheidung gegen mich gefallen ist, 2018. Aber ich habe immer weitergemacht. Ich wusste, ich muss in der Weltrangliste nach vorne kommen. Ich muss Top-Spieler schlagen, um dort wieder eine Rolle zu spielen. Und ich habe da viel für investiert die letzten Jahre. Und der Traum, der lebt auf jeden Fall weiter. Wir haben ja vor anderthalb Jahren ungefähr schon mal, warst du uns in der Sendung mal zugeschaltet, als das noch nicht bei deinen lief. Da haben wir schon ein bisschen intensiver gesprochen. Was ich aber bei dir noch nicht so richtig weiß, sind wirklich so die Anfänge. Und das ist auch immer interessant, wie denn wirklich alles losging. Jetzt hast du es gerade schon ein bisschen erzählt, mit Fußball wolltest du eigentlich und Tischtennis so und vielleicht einfacher dann den Pokal oder den du dann für dich hast. Aber was sind so deine Erinnerungen? Wie ging es damals alles los? Ja, ich habe dann angefangen, damals durch meinen Bruder und meinen Vater bin ich dann letztendlich zum Tischtennis gekommen. Mein Bruder hat selbst auch bis Regionalliga, zweite Liga gespielt. Wir haben viel miteinander trainiert. Und damals, ich bin im südlichen Siegerland groß geworden, im kleinen Ort namens Holzhausen und alles ein bisschen weit ab vom Schuss. Deshalb, es gab dort kein großes Leistungszentrum, kein seriöses Training. Ich habe viel mit meinem Bruder gespielt. Mein Vater hat uns probiert, natürlich zu unterstützen. Er hat uns hingefahren zum Training. Erst damals nach Siegen, dann, als es angefangen hat, mit Landesliga bis Oberliga. Dann später in der Jugend habe ich gespielt von 14 bis 18 in Bergneustadt, dann Regionalliga, zweite Liga. Dann kam der damalige Verbandstrainer, der kam einmal nach Siegen zum Training. Aber in der Jugend im Vergleich mit den anderen Spielern habe ich sehr wenig trainiert. Also bis 16 Jahre habe ich vielleicht so dreimal die Woche trainiert und dann von 16 bis 18 Jahren viermal die Woche. Und dann erst, als ich Profi wurde, hatte ich das natürlich, ja, ist es das extrem nach oben gegangen, natürlich die 1,95 dann. 1,95 hast du gesagt, bist du? Ist das deine Körpergröße, ja? Genau, 1,95. ja. War das in der Jugend, ist ja in so einer Wachstumsphase irgendwann. Man hört auch immer wieder von Spielern, die dann Probleme kriegen, mit den Knien zum Beispiel, Patellasehne oder irgendwas, was dann anfängt weh zu tun.
Wann ist das für dich, oder gab es so einen Moment, wo das so ernsthaft zu einem Problem für dich geworden ist, wo du dachtest, ich wachse jetzt irgendwie gerade zu schnell, zu viel, das ist schwierig für mich mit den Abständen am Tisch? Gab es das? Das war ein Zeitraum so von 13 bis 15 oder von 14 bis 16, so ja. In dem Zeitraum, da bin ich von 1,70 auf 1,90 innerhalb von 2 Jahren. Und da hatte ich jedes Mal das Gefühl gehabt, wenn ich zum Tisch gehe, ich muss den Sport irgendwie wieder neu lernen, weil jedes Mal die Hebelverhältnisse waren anders. Es hat irgendwie alles wehgetan bei der Belastung halt, weil natürlich, wie du schon gesagt hast, Wachstumsfugen und alles gestört waren, Knie, Rücken, Schulter. Also hat man mal irgendwie jeden Tag was anderes gespürt. Das war auch schon so ein Zeitraum, wo ich auch gemerkt habe, auch wenn ich gerne irgendwie mehr trainieren möchte, also mein Körper gibt es einfach nicht her. Du hast mir mal gesagt, dass deine große Stärke ist, dass du unabhängig vom Spielstand fast immer gleich spielen möchtest. Also auch wenn du relativ hoch zurückliegst, du liegst meinetwegen 3-8 hinten und manche spielen ein paar Bälle nochmal raus oder denken sich, ja, ich probiere jetzt einfach nochmal, aber dass du das versuchst, deinen Gegnern, egal wie der Spielstand ist, immer von Ball zu Ball eigentlich schwer zu machen. Ist das vielleicht eine deiner größten Stärken, wenn wir jetzt mal technische Dinge irgendwie rauslassen, irgendwie so ist? Würdest du das so sagen? Ich glaube häufig, dass die größte Stärke, die man hat, auch zeitgleich die größte Schwäche halt auch häufig ist. Zum Beispiel, wo du das jetzt ansprichst, fällt mir ein, dass ich auch mal ein Interview von Rafael Nadal gehört habe. Der hat halt gesagt, er zweifelt immer sehr stark an sich. Sein Aufschlag ist noch nicht gut genug, seine Rückhand ist noch nicht gut genug. Und wenn man als erstes denkt, man zweifelt sehr stark an sich, würde man als erstes denken, okay, man hat ein mentales Problem und das ist nicht gut für die Sportart. Aber er hat auch gesagt, das treibt ihn halt extrem an, viel zu trainieren, an diesen Sachen zu arbeiten. Und deshalb ist er letztendlich der Spieler geworden, der er ist. Und bei mir, wie du gesagt hast, das Statement, das kommt von mir. Aber manchmal ist es auch meine zu große Schwäche, dass ich sage, dass ich zum Beispiel, weil häufig mein erster Grundgedanke ist, spiel erstmal den Ball auf den Tisch, komm erstmal rein. Aber ich merke auch manchmal dadurch, dass mir die Aggressivität fehlt und dass ich dann auch manchmal zu lange brauche und in Rückständen hinterherlaufe, wenn Gegner am Anfang schon sehr bereit ist, sehr aggressiv spielt, dann reicht das nicht. Und ja, das steht mir auch natürlich manchmal ein bisschen im Weg. Und wenn wir es wirklich spielerisch machen, was würdest du sagen von deinem spielerischen Repertoire, von deinen Möglichkeiten her, was macht es gegen dich schwer? Ich glaube, ich habe ziemlich gute Aufschläge. Ich habe auch eine relativ gute Grundsicherheit und wenn ich gut spiele, ich mache es den Gegnern relativ schwer. Also ich mache relativ wenig vermeidbare, einfache Fehler und die Spieler müssen sich schon in der Regel erarbeiten, gegen mich zu gewinnen. Und wie erklärst du dir das, dass du immer mal wieder so extreme Peaks dazwischen hast? Das fällt ja schon auf. Ich meine, du bist 2013 Deutscher Meister geworden, du hast gegen Timo Boll damals gewonnen, der hatte Matchbälle, richtig? Genau. Ja. Habe ich nämlich nochmal nachgelesen, nicht geguckt, aber nochmal gelesen mit den Matchbällen. Dann hast du Leute geschlagen wie Harimoto, wie Lin Yunyu und das ist ja nun nicht so, also das sind wirklich ja, würde ich sagen, so auch wirklich Ausreißer nach oben, weil das absolute, das sind ja so Top-10-Spieler. Das gelingt dir ab und zu. Was läuft da alles zusammen dann an so einem Tag? Ist das auch ganz viel der Glaube, dass du wirklich denken musst, ich kann solche Leute besiegen, weil es gibt ja auch Leute, die steigen dann gegen Top-10-Spieler vielleicht in die Box und denken, ja, ich kann hier ein gutes Spiel machen, aber wahrscheinlich werde ich es nicht gewinnen. Ja, ich glaube, damals habe ich ja angefangen, dann 2018 nach meiner langen Verletzung auch mit meinem jetzigen Privattrainer zusammenzuarbeiten und wir haben an vielen Stellschrauben gearbeitet und ich habe Tischtennis auch nochmal auf eine neue Art und Weise kennengelernt und es hat dann einfach Zeit gebraucht, bis ich gewisse Dinge umstelle. Und das ist immer noch so ein Prozess, weil ich merke, dass viele Dinge eigentlich in meiner DNA nicht so richtig drin sind und ich muss mich immer wieder zwingen und konzentrieren, das auch umzusetzen. Und dann habe ich mal Spiele, wo das wirklich alles sehr gut ineinander greift und wo ich merke, jetzt diese ganzen Puzzleteile, die setzen sich richtig zusammen. Und dann kommt aber auch zwischendurch mal wieder der alte Steffen Mengel durch, der zu passiv spielt, der zu weit nach hinten läuft, der nicht in die Bälle reingeht und
Ich glaube, mein Spiel ist über die Jahre jetzt schon konstanter geworden, obwohl ich die vielen Verletzungen habe. Ich habe ja in 22 und 23 in beiden Jahren irgendwie ein halbes Jahr nicht gespielt. Und ich habe es trotzdem geschafft, dann, wie du eben angesprochen hast, mit Harimoto, Lin Chun-Yu und der Champions League, Juan, Carlsson gegen Timo, Jorgic und auch gegen viele gute Spieler zu gewinnen. Deswegen habe ich schon das Gefühl, dass ich auf einem neuen Level bin, dass ich auch nochmal ein deutlich besserer Spieler geworden bin in den letzten Jahren. Nur jetzt gilt es, das einfach konstant abzurufen. Lass uns mal vielleicht über Rückschläge sprechen. Was fällt dir da zuerst ein? Oh, zuerst fällt mir eigentlich ein, muss ich sagen, 2008, so als gerade meine Das ist interessant, ich Profikarriere muss dich begonnen unterbrechen, hat. weil Ja. du hättest auch sagen können jetzt, naja, mein Vorhandrückschlag ist ja nicht schlecht. Ja. Wegen Rückschlägen. Aber Ja. du hast sofort an das Körperliche jetzt gedacht, ne? Genau. Ich wollte einfach Rückschläge, wissen, was, ja. ich wollte einfach Eigentlich wissen, könnte man was du auch einen sagst. Rückschlag, ja, ich habe jetzt Rückschläge auf, Ja, genau, genau. Ich habe sportliche mir nur die Frage Rückschläge, ja. gestellt, woran denkt er jetzt vielleicht zuerst? Ja, Okay, genau. also wenn wir das machen, Ja. mit Rückschlägen sozusagen körperlich, Ja. dann kann ich auch die Mängelliste rausholen. Okay. Finde ich gutes Wortspiel eigentlich. Du hast mir Anfang 2023 erzählt, 6 Verletzungen, 4-mal operiert. Ich weiß nicht, ob das noch der aktuelle Stand Ich ist. glaube, Was fünfmal operiert wurde ich, fünfmal operiert, Deine ja. Mängelliste Ja. ist relativ lang. Du Ja. hast, wenn wir das jetzt alles erzählen, Ja, das dann ist würden wir den wirklich, Rahmen sprengen, dann würden wir den genau. Rahmen sprengen. Aber du hast es immer wieder geschafft, zurückzukommen, obwohl manchmal dir auch schon Ärzte gesagt haben, ja, das wird wahrscheinlich nicht und Bandscheibenvorfall und so weiter. Das bringt mich wieder zu diesem, das habe ich schon mal gesagt heute, das Wort, dieses der Glaube. Das muss doch, wenn du sowas gesagt bekommst, dass es einfach schwer ist und dass du immer wieder Baustellen hast, das ist doch auch nicht ganz normal, dann sich mit solchen Weltklasseleistungen immer wieder zurückzumelden. Ja, einfach die Liebe zum Sport, die war einfach immer da. Immer die Passion, die Leidenschaft. Immer, ich bin immer meinen Zielen und meinen Träumen eigentlich so gefolgt in den letzten Jahren. Und auch wenn ich dann diese Rückschläge hatte, ich hatte immer auch das Gefühl gehabt im Training, wenn ich dann wieder besser war, ich kann diese ganzen Leute schlagen. Ja, dieses Gefühl, das hatte ich immer, ne? Ich bin eigentlich nicht, dass man sagt, okay, ich steige jetzt gegen die in den Ring, wie du gesagt hast, und jetzt gegen Harimoto, ich bin da chancenlos. Da habe ich gedacht, na, wenn ich eigentlich vernünftig spiele und das abrufe und bei mir bin, ne, ich kann zumindest, ob ich das jetzt am Ende gewinne oder verliere, aber ich kann zumindest ein offenes Spiel gestalten und am Ende muss er mich halt auch erstmal schlagen. Und diesen Glauben, den habe ich immer tief in mir gehabt und deshalb wollte ich auch mal unbedingt weitermachen, weil ich immer gesagt habe, auch als 2018 an der Nationalmannschaft die Entscheidung gegen mich gefallen ist, ich kann das irgendwie nicht akzeptieren. Dafür bin ich noch viel zu gut. Ich will noch international weiterspielen. Und ja, deswegen habe ich das ja auch alles auf mich genommen und dann letztendlich dann halt auch alles auf meine eigenen Kosten bezahlt, weil ich mir nie am Ende der Karriere dann vorwerfen lassen möchte, dass ich nicht alles dafür gegeben habe. Woran sollen sich die Leute erinnern, wenn sie an Steffen Mengel denken? Boah, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich an großen Kämpfer, der sich immer treu geblieben ist, der mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben ist und mit dem man nach dem Spiel auch mal ganz gerne ein Bierchen trinkt. So, jetzt hatten wir einen netten Hauptgang. Jetzt liegt da noch eine kleine Nachspeise. Du kannst einfach mal Tast dich mit aufmachen, mal denn wir haben ja ran. einen Fragensticker mit Ja. reingegeben in die Instagram-Story. Was steht da? Wie ist er zu dem Soulspin-Holz gekommen? Gibt es außer der Form noch Unterschiede? Okay, das müssen wir vielleicht jetzt ganz kurz dann auch mal erklären. Du hast ja eine sehr spezielle Schlägerform, ne? Die im Genau. Bereich, erklär mal selbst. Also Genau, also bei mir war immer ein bisschen das Problem, ich habe irgendwie ein Holz gesucht, weil ich habe sehr große Hände und bei mir war irgendwie immer 50% vom Zeigefinger stand über. Und ich habe mir immer ein bisschen gewünscht, dass ich dort ein bisschen mehr Auflagefläche habe für den Zeigefinger. Und dann habe ich mich damals an Soulspin gewendet, weil ich wusste, die machen Hölzer nach Maß und selbst konfiguriert. Also, sie sind das einzige Unternehmen weltweit, die das so anbieten. Und dann habe ich mich damals mit Michael Schneider von Soulspin in Verbindung gesetzt. Und das war zu dem Zeitpunkt erst so, dass ich mal einen Butterfly-Vertrag hatte. Und er hat mir einfach so ein Stück da ran gemacht. Außen so ein Stück Holz. Und dann bei einer Schläger. rangeleimt dann da Ja, irgendwie so ein oder Stück Holz außen bei der Auflagefläche, einfach ein bisschen größer, damit es auch noch irgendwie. vernünftig aussieht. Einfach so ein Stück, also war perfekt außen dran gemacht und habe ich auch damals gespielt, als ich noch einen Butterfly-Vertrag hatte.
Und dann bin ich zum Turnier gegangen und dann wurde der Schläger rausgezogen. Und da habe ich gesagt, okay, wieso darf ich denn nicht mit dem Schläger spielen? Den zweiten Schläger abgegeben bei der Schlägerkontrolle, der wurde auch wieder rausgezogen. Und dann haben sie dort gesagt, das sind zwei verschiedene Hölzer. Also du darfst Ja. nur mit einem Holz spielen, was aus einem Ja. kompletten Stück Holz ist. Und das war mir halt damals neu. Und dann wusste ich halt, okay, ich darf mit dem Holz nicht spielen. Ich Ja. muss so ein Holz haben, was mir dann halt speziell so gemacht wird. Und damals, dann eine Zeit später, hatte ich dann halt keinen Butterfly-Vertrag mehr und habe dann genau so ein Holz gesucht. Und dann hat mir Sourspin halt das Holz so angefertigt. Und dann haben wir halt einige Tests gemacht. Und dann haben wir halt letztendlich, jetzt bin ich auch mittlerweile bei Sourspin unter Vertrag, dann hat mein eigenes Holz entwickelt. Ja, mit einer, also sieht wirklich ungewöhnlich aus. Viele Genau. sprechen natürlich über das Cybershape, ne, von Ja. Noregard und so, aber deins Ja. ist wirklich auch sehr speziell. Okay, was haben wir noch? Ziele für die Champions League mit Mühlhausen. Ist der Titel möglich? Oh, das ist, ja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Auch allgemein über Ja. Mühlhausen, weil es soll wirklich, sollte ein bisschen auch mehr um dich gehen. Ich meine, der Start von Mühlhausen die Saison war jetzt nicht so gut und so, aber das wollte ich hier gar nicht zum großen Thema machen. Aber die Champions League ist natürlich mit den namhaften Neuzugängen, kannst du ja selbst noch mal was zu sagen, super interessant. Ja, wir sind natürlich unglaublich froh. Also ich weiß auch, dass die eine oder andere kritische Stimme jetzt gekommen ist, wie so Mühlhausen das jetzt macht mit dem Chinesen und so. Aber es war vorher, von vornherein klar, dass wir 5 Spieler brauchten für die Champions League, um die Doppelbelastung halt mit der Bundesliga und mit Pokal zu meistern. Und dann gab es halt die Möglichkeit mit Liang Qingkun und Lin Gaoyuan und dann wurde nochmal nachgefragt bei den Sponsoren, ob die das unterstützen. Dann war eigentlich jeder in Mühlhausen, war Feuer und Flamme. Wenn man zum damaligen Zeitpunkt war, Liang Qingkun, glaube ich, Nummer 2, jetzt ist er irgendwo Nummer 4 der Welt. Aber wenn man so einen Top-Chinesen kriegt, dass man es dann halt auch probiert. Und wir waren halt im Halbfinale schon mal, das war unser größter Erfolg. Aber letztendlich muss man sagen, Düsseldorf-Saarbrücken, die sind halt einfach einen Tick stärker. Und wenn dann Liang Qingkun halt dann mitspielt, also dann sieht es auf einmal schon anders aus und kann halt in jedem Spiel 2 Punkte machen. Und ich glaube dann von dem Spiel, wenn man ins Spiel reingeht, ist es nochmal ganz, ganz anders, wenn man weiß, da steht noch ein Liang Qingkun vorne dran. Ja. Dann danke ich dir, du. Das war's schon. Wahrscheinlich muss ich sowieso das eine oder andere rausschneiden, weil ich ja auch weiß, dass du immer relativ ausführlich antwortest. Aber das ist ja auch eigentlich schön. Ich meine, ich hoffe, euch zu Hause hat das gut gefallen. Ach so, eine Sache wollte ich noch machen. Ja. Ich will den Handvergleich. Ne, ein bisschen weiter hoch muss ich. Scheiße, das muss man da. Was ist das denn für ein Unterschied? Ich meine, ich habe kleine Hände. Ja, und das ist das Stück, was ich extra noch dran habe. Ja, das ist das, was du eher. Du meinst am Holz dann auch vielleicht? Genau, Ja. genau. Ich kann dir mal zeigen auch. Ja. Habe ich oben. Ja. Da kann ich auch morgen zeigen. Ja. Gut, okay. Super.